Hallo und herzlich willkommen hier in der Wunderkesselküche. Ich bin Kai und heute habe ich für euch ein Rezept aus der Kategorie, egal ob du das magst oder nicht, du machst das jetzt. Wir machen jetzt Pina Colada Muffins und wie das geht, das verrate ich euch jetzt. Wenn es im Leben eine Sache gibt, die ich überhaupt nicht gerne esse, dann ist es Ananas. Direkt gefolgt von Kokosmilch, wenn sie nicht in irgendeinem süß-sauren, scharfen Curry-Asia verbaut ist. Ja? Aber die liebe Hanna meinte, tu mir dem Kai mal was Gutes, machen wir doch mal Muffins. Ja? Backen tut er sowieso so unglaublich gerne. Und wenn schon, dann mit Ananas und Kokosmilch. Pina Colada Muffins. Aber ein gutes Herz, es kommt rum rein. So, und ich habe die Flasche schon mal angestochen. Also mache ich für euch jetzt Pina Colada Muffins. Das erste, was wir tun, sind die Streusel. Und dafür habe ich hier schon jede Menge Zeug vorbereitet. Wenn ihr sehen könntet, wie hämisch die da hinten lacht, ja, das ist unglaublich. Für die Streusel brauchen wir 3 Esslöffel Zucker, 3 Esslöffel Mehl, 3 Esslöffel Kokosraspeln und 2 Esslöffel Butter. Das Ganze wird jetzt 12 Sekunden auf Stufe 4 miteinander vermischt. Unseren Streuselteig, okay, das ist wirklich ein Teig, den füllen wir jetzt um. Da müssen wir nachher einfach ein bisschen mehr krümeln. Und dann bereiten wir unseren Muffinteig zu. Unseren Teig bereiten wir wie folgt zu. Eine Prise Salz, ein Ei, 100 Gramm Zucker, Apfelmus 60 Gramm. Das habe ich jetzt aus dem Glas genommen. Kann man aber auch selber machen im Thermomix. Geht wunderbar. Also wenn man Apfelmus so sehr liebt wie ich, dann kennt man jede Menge Apfelmusrezepte. Vielleicht sollte ich das mal machen hier im Wunderkessel. Schreibt mal in die Kommentare, ob ihr wissen wollt, wie ich meinen Apfelmus zu Hause mache. 140 Gramm Kokosmilch kommen ebenfalls noch in den Kessel. Und die Lieblingszutat für dieses Rezept, zumindest von meiner Seite, einen Esslöffel Rum. Mein Augenmaß. Passt. Das Ganze wird jetzt 30 Sekunden auf Stufe 5 miteinander vermischt. Und jetzt kommen noch 3 weitere Zutaten hier in unseren Teig. Als da wären 300 Gramm Mehl. Dann habe ich hier 140 Gramm Ananas aus der Dose. Von dem Saft solltet ihr auf jeden Fall im Vorfeld ein bisschen aufbewahren. So 2 Esslöffel, die brauchen wir nachher für den Guss. Und als letztes kommt noch 1 Esslöffel Backpulver hinzu. Und jetzt wird alles nochmal 10 Sekunden auf Stufe 5 miteinander vermischt. Den Teig geben wir jetzt in 12 Muffinförmchen. Wenn ihr die Ananas ein bisschen stückiger haben wollt, dann könnt ihr das natürlich auch so machen, wie wir das bei unseren Kirsch-Marmor-Muffins gemacht haben. Ich blende euch das mal hier oben ein, falls ihr die noch nicht kennt. Dann macht ihr einfach den Teig rein und macht die Ananasstückchen so obendrauf, immer so 2-3 Stückchen. Hier sind sie halt jetzt ein bisschen kleiner gemacht und geben dem ganzen Teig ein wesentlich intensiveres Ananasaroma, das wir alle so lieben. Wir füllen den Teig also jetzt hier in unsere Förmchen ein. Den Backofen heizen wir schon mal vor auf 180 Grad Ober- und Unterhitze. Aber bevor das Ganze hier in den Backofen kommt, müssen dann noch die Streusel drauf. Aber ich fülle jetzt erstmal auf, dann bestreuseln wir und dann wird gebacken. Unseren Streuselteig habe ich jetzt auch schon mal soweit drauf gestreuselt. Ich habe ein bisschen experimentiert. Ich habe auf die eine Hälfte noch ein paar Kokosraspeln drauf gemacht und hier noch 2 Ananasstückchen im Ganzen hineingetan. Die waren noch übrig. Essen kann das jemand anders. Aber ich würde halt gerne sehen, wie es aussieht. Wir machen jetzt noch den Guss und dafür habe ich jetzt 2 Esslöffel von diesem Ananassaft und 1 Esslöffel Zitronensaft. Das Ganze wird jetzt mit Puderzucker verrührt und über die Muffins geträufelt.
Das Ganze wird jetzt bei 180 Grad im vorgeheizten Backofen 25 Minuten bei Ober- und Unterhitze gebacken. Und dann schauen wir mal, wie es geworden ist. Bis gleich. Minuten sind vorbei und unsere Pina Colada Muffins dürften nun fertig sein. Natürlich müssen sie noch ein bisschen abkühlen. Wenn wir die jetzt hier aus dem Backofen holen, oh, da schlägt mir die Hitze entgegen. Aber ich muss sagen, das sieht gar nicht mal so schlecht aus. Und ich bin gespannt, wie sie schmecken, denn ich muss natürlich was probieren. Denn wie gesagt, das ist ein Rezept aus der Kategorie, egal ob du es magst oder nicht, du machst es jetzt. Also wird natürlich auch gekostet. Ich werde das jetzt allerdings noch ein paar Minuten abkühlen lassen, raus auf die Fensterbank stellen, wie man das ja so schön macht. Und dann bin ich wieder da für euch mit dem Endergebnis. Bis gleich. Muffins! Pina Colada Muffins. also ich muss ehrlich sagen, riechen tut es wirklich lecker. Und ich sag mal so, Ananas ist ja auch nicht gleich Ananas, wenn die jetzt so zubereitet ist. Und wir werden es sehen. Was ich festgestellt habe durch diesen Zuckerguss, das war schon eine sehr, sehr klebrige Aktion. Ich glaube, das Blech kriegen wir nie wieder sauber, aber das ist nicht mein Problem, denn das nimmt Hannah mit den übrigen Muffins mit nach Hause und da kann die sich dann drum kümmern. Ich habe jetzt nur noch eine Aufgabe, nämlich hier zu degustieren, zu probieren. Und ja, das ist auch hier außen schön klebrig, aber diese Streusel oben drauf, das ist eine richtig schöne, krosse Kruste da oben drauf. Lecker mit Buttergeschmack. Oh, das liebe ich. Also soweit, so gut. Jetzt gucke ich mal, ob ich das hier irgendwie einigermaßen gefahrlos rauskriege. Es klebt doch schon alles so ein bisschen aneinander. Ist natürlich alles sehr, sehr süß. Ich mache das jetzt einfach so. Ich beiß da jetzt einfach mal rein und Mut. Ist mal ein bisschen warm. Aber ganz ehrlich, so schlimm ist es gar nicht. Also es schmeckt gar nicht so stark nach Ananas, wie ich das wirklich befürchtet habe. Gut, es war ja jetzt auch nicht so viel drin. Es pappt alles hier. Aber wird nicht mein Lieblingsmuffin. Vielleicht bis auf diese Kruste oben drauf. Das finde ich total lecker. Aber es ist nicht schlecht. Und ich esse es ja, wie ihr seht. Ihr könnt es ja mal ausprobieren. Weiß nicht, vielleicht habt ihr auch noch tolle Rezepte mit Ananas, die ich hier mal nachkochen soll. Wagt euch. Nein, Spaß beiseite. Wenn ihr noch Ideen habt, schreibt die gerne mal in unsere Kommentare. Und wenn euch dieses Video gefallen hat, dann lasst uns auf jeden Fall ein Like da. Wir freuen uns, euch bald wieder hier begrüßen zu dürfen in der Wunderkesselküche. Und bis dahin zum nächsten Video sage ich Tschüss und guten Appetit. Ich esse das auf.